Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik 5 Minuten. Ganz kurzes Video und zwar der Dirac-Impuls. Was ist der Dirac-Impuls? Also dieser Dirac-Impuls, der wird hier mit dieser Delta von T-Funktion abgekürzt. Und der ist so definiert, dass ihr letztendlich hier auf dem Zeit, hier habt ihr die Zeit, dass es hier zu einem gewissen Zeitpunkt T0 macht, ihr hier einen Ausschlag. Und zwar dieser Ausschlag, wenn ich hier die Funktion so schreibe, S von T zum Beispiel wäre hier dieser Delta von T minus T0. Und zwar wäre hier sozusagen, somit schreibe ich, das ist T minus T0, dass es hier genau an der Stelle ist. Wenn ich nur das da oben schreiben würde, dann wäre dieser Delta genau hier, wo sozusagen 0 ist. Das noch hier so am Rande. Gut, und jetzt wichtig, dieser Impuls hier oben rauf, der ist unendlich groß. Also hier nach oben ist unendlich. Aber diese Breite hier, die ist ja minimal. Also die hier geht gegen 0. Die geht gegen 0. Aber trotz alledem ist die Fläche, also Breite mal Höhe, hier bewähle mal, ist 1. Also Breite mal Höhe ist 1, also unendlich mal hier 0 ist 1. So ist dieser Dirac-Impuls definiert. Ja, das war's schon wieder. Jetzt wisst ihr, was ein Dirac-Impuls ist. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben abonnieren. Hier nächstes Video. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.